Ja, mein Anwendungsszenario oder unser Anwendungsszenario, von dem ich jetzt erzähle, ist die Verwendung von Mahara als Portfoliosystem im Bachelor-Betreuungsprozess. Ich habe es etwas abstrakter angelegt. Details kann man es dann in der Breakout-Session anschauen. Nur so für den Rahmen. Bei uns ist die Besonderheit, dass es quasi um diese zwei Bachelorarbeiten geht, die bei uns im vierten Semester beginnen und dass die Bachelor-Betreuung zahlreiche Akteurinnen umfasst, die wir hier mit einplanen müssen. Es ist also nicht in einer Lehrveranstaltung, es geht ja eigentlich um mehrere Lehrveranstaltungen und das umfasst unter anderem die Englischlehrer im dritten und vierten Semester, den Begleitkurs, den ich mache im vierten Semester, die individuelle Betreuung durch die Bachelor-Betreuerinnen und die ca. 80 Studierenden, die da jeweils involviert sind. Und prinzipiell ist es so, dass bevor wir mit den Portfolios da angefangen haben, die Betreuung so strukturiert war, dass es einen Begleitkurs gibt, der im eCampus organisiert ist und über den gibt es fixe Einreichungen. Das heißt, also die Konzeptstruktur und Endabgabe der Bachelorarbeit erfolgt über den eCampus und das haben wir bislang auch so gelassen, aus Gründen, die ich dann noch erläutern kann. Also der eCampus ist sozusagen das, was schon länger für alle im Prozess zugänglich ist und in dem alle Basisinfos und sämtliche Bewertungsunterlagen und sämtliche Abgaben zur Verfügung stehen und über das auch ich den Begleitcoaching vor allem abwickle. Jetzt hat sich die Frage gestellt, dass wir implementiert haben, wofür Mahara und unser Fokus in der Entwicklung war dann sozusagen Mahara als individuelles Portfolio für das persönliche Betreuungsnetzwerk. Also wir haben nicht ohne Absicht die Mahara-Portfolio so angelegt, dass jeweils von den Studierenden nur für die Betreuer, die von dem jeweiligen Portfolio dann betroffen sind, freigeschalten werden. Für mich als Betreuer, der ab und zu direktes Feedback gibt, aber an sich den Kurs im eCampus leitet und so das ganze Konzept so angelegt, dass es sehr auf die Selbstreflexion und den Kompetenzerwerb der Studierenden selbst und auf die verschiedenen Akteure in ihrem Lernprozess fokussiert, also von den Studierenden weggedacht ist und weniger von unserer Kursstruktur. Das heißt, ihre eigenen Übungen aus den verschiedenen Kursen können auch durchaus unterschiedlich sein, bilden sich aber dort dann jeweils ab. Also zum Beispiel Milestones im Schreibprozess. Ihr Forschungstagebuch ist dort verpflichtet anzulegen. Also ich gebe Ihnen einige Dinge fix vor, die Sie eintragen müssen, wie Ihr Forschungstagebuch, Ihre Textexzerpte und eine Selbstvorstellung. Und dann entwickeln Sie sozusagen in unterschiedlichen Kursen unterschiedliche Materialien, die dort landen, mit dem Endziel, dass wenn ich es ein Semester später als Betreuer sehe, ich weiß, was sind da für Vorarbeiten passiert, was sind die Interessen, was für Kompetenzen haben sich die Studierenden angeeignet und welche Vorarbeiten sind passiert. Also nochmal kurz im Überblick ist sozusagen diese zwei Tools, die im Einsatz sind, eCampus für die grundlegenden Informationen und Mahara in dem Fall mit einer relativ selbstgestaltbaren Struktur, die den Reflexions- und Kompetenzerwerbungsprozess abbilden soll und die sich an den Schreibenden selbst ausrichtet. Und mit dem Ziel eben vor allem auch den Betreuenden einen umfassenden Einblick in den Stand der Leute zu geben, die sie dann als Bachelor-Betreuerinnen übernehmen und denen sie helfen sollen, ihre Forschungsfragen zu beantworten. Ja, das wäre so mein Pitch in kurz.